Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema Türklingel Funkempfänger der Firma Heidemann anzuschließen. Da ist mir halt aufgefallen, dass es, um die Melodie zu verändern, in der Bedienungsanleitung keinerlei Hinweise gibt. Ich habe lange gesucht, bis ich es rausgefunden habe und mache deshalb hier ein Video, um Leuten auch zu helfen, die dasselbe Problem haben. So, ihr braucht quasi den Empfänger. Den steckt ihr in die Steckdose. Dann haben wir hier den Sender, der quasi das Signal der Klingel weitergibt an den Empfänger. Da müsst ihr den Deckel abmachen. Und nun seht ihr das Innenleben mit der Knopfzelle. Und da unten, da seht ihr so einen Dipschalter, da steht S drunter. Das kann auch bei anderen Heidemann-Geräten anders aussehen. Auf jeden Fall, den drückt ihr für 5 Sekunden. So, danach gehen wir an die Klingel und klingeln. Nun kann ich hergehen und kann die Klingeltöne, indem ich klingel, auswählen. Es gibt 8 Melodien. Und kann mir die raussuchen, die mir am besten gefällt. Und die Melodie, die mir am besten gefällt, die ich jetzt zum Beispiel jetzt diese Melodie, die ich jetzt benutze, die müsst ihr dann auswählen, indem ihr wieder 2, 3, 4 Sekunden auf den S-Knopf drückt. Danach, wenn wir den Test machen, ist die Melodie aktiviert. Ich klingel nochmal. Ja, ist dieselbe. Sollte euch die Melodie nicht gefallen, dann drückt ihr wieder den S-Knopf für 3 Sekunden, dann könnt ihr die Melodie wieder auswählen. Und wenn die passende Melodie gefunden wurde, eigentlich wieder den S-Knopf drücken und danach ist die passende Melodie ausgewählt. Den Deckel wieder drauf und ihr habt eure Melodie. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß damit und ciao, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.